Come on! Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von den Minecraft Forge Tutorials. Und zwar geht es heute um was ganz Grundlegendes, und zwar strukturieren wir unsere Mod jetzt ein bisschen um. Ich hätte das schon von Anfang an so machen sollen, aber ich weiß nicht, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Das wird jedoch ein relativ kurzes Video, und da fangen wir auch gleich an. Wir werden jetzt grundlegend nur drei neue Sachen machen bzw. ändern. Diesen ganzen Teil hier oben können wir alles lassen. Es wird hauptsächlich hier unten stattfinden, alles. Und zwar machen wir hier nicht mehr Public Main Class, sondern das wird zu Public Void Pre-Init. Und in den Klammern müssen wir jetzt FML Pre-Ini Initialization Event und dann hier Pre-Event. Darüber müssen wir noch ein Add-Event-Handler, also eine Annotation machen. Add-Event-Handler. Und ja, das alles in unserer Main-Class. So ging es auch im alten, einfach dass hier statt Add-Event-Handler Add-Pre-Init stand, aber das können wir importieren, Event-Handler, und auch FML Pre-Initialization-Event können wir importieren. Das alles Game Registry, alle Game Registries kommen in den Pre-Init rein. Eben, und so haben wir es auch früher alles gemacht, also auch in der letzten Version. Und jetzt kommt noch der Init-Teil und der Post-Init-Teil. Ja, ich würde sagen, da mache ich auch gleich weiter, und zwar nochmal ein Add-Event-Handler. Ich weiß, das ist jetzt nicht so ein spannendes Video, aber muss halt auch, weil ich halt Scheiß gebaut habe. Hier wieder Public Void und jetzt einfach Init, Klammer auf, Klammer zu, und da FML Initialization Event, und da dürfte ich nicht verschreiben, und einfach, also eben FML Initialization Event ist ein Variabeltyp, und die Variable nennen wir Event, also ist ja das geregelt. Importieren werde ich nachher, und jetzt müssen wir hier nochmal Add Event Handler Public Void Post Init, also nach Init. Das war falsch. Und dann FML Post Initialization Event. Dann aus der Klammer raus, Abstand, wieder geschwungene Klammer. So. Jetzt können wir diese beiden kurz importieren. Und zwar gibt es ja nur einen Vorschlag. Und zwar FML Post Initialization. Hä? Was ist da falsch? Cannot be resolved to a type. Ich habe ein Initialisation Event. Müsste eigentlich richtig sein. Was ist hier falsch? Da. Hä? Wenn ich den hier delete. Und wenn ich jetzt hier so einen hinmache. Lol. Das guckt gleich, aber ach so, ja, hier muss noch ein Post Event. So. Und hier schreibe ich das einfach auch mal groß, so. Dann hier das kurz importieren, und dann muss ich hier diese noch hinmachen. So, jetzt alles richtig, und das war's auch von diesem Tutorial. Tut mir leid, dass es jetzt so ein scheiß Tutorial war. Ihr könnt jetzt mal starten, und dann geht das alles, aber das mache ich jetzt nicht. Im nächsten Tutorial schaue ich mal, um was es geht, hoffentlich um was Spannendes. Ja, ich habe auch von einem Zuschauer die Anfrage bekommen, ob ich mal Custom TNT, also einen TNT-Block, einen eigenen anschauen kann, und das werde ich mir jetzt auch ein bisschen anschauen. Aber natürlich werden auch noch normal weitere Forge-Modding Tutorials kommen, weil zum Beispiel auch ein Custom Crafting Table, Custom Mobs, Custom Furnace, all das wird auch kommen natürlich. Freue ich mich schon, eben jeden zweiten Tag kommt hier eins, beziehungsweise dreimal in der Woche. Sonntag ist der PvP, und meistens jedenfalls. Und ja, ich danke, das war's von diesem Tutorial. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.